Was ist das für dich? Irgendwas findet man immer. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Wissen nicht, ob er freundlich ist. Das hat die 9. Schwester ausgeschaltet. Wow. Yeah.
mein Freund. Als Tarful uns herführte, sprach er vom Sio-Vogel, einer herrlichen Kreatur. Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Vielleicht bist du der falsche Padawan. Meister? War nur ein Scherz, Kerl. Vergiss die Meinung anderer. Sie sind eine Schwäche, die der Feind ausnutzen kann. Lass dich nicht entmutigen. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Bleib in Bewegung. Aufs Timing konzentriert. Wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Können wir ihm helfen? Tarful, alter Freund, jetzt begreife ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel.
von einem Wookie, der den Baum erkletterte. Eine Art Pest. Hey, BD, was ist das? Ha, da war wirklich was drin. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, BD. Das war's. Wow. Ja, es war das Mindeste. Los geht's. Zeig mal, was du gefunden hast. Mein Freund, nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes.
Du nimmst uns mit? So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Was gefunden? Suchst du was? Endlich habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden. Aber die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab.
schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Kämpfen wir oder was? Für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Ich hätte auch Angst vor mir. Selbstzweifel? Es ist vorbei. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen dich wie den Rest von uns. Ist es Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde! Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium! Aber ich schon! Ja, das war das Ende eines Inquisitors. Hey! Wir dachten, du wärst tot. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns.